Herzlich willkommen zum 11. Gemüsepannen-Podcast. Ich begrüße meinen Co-Moderator Tom Arte. Hallo Arti, ich bin der Tom. Und wir hoffen, dass ihr euch die letzten drei Folgen zur Berlin-Wahl angehört habt und ein bisschen Spaß hattet. Und wie wir Ja. das schon angespoilert haben, machen wir heute ein kleines Let's Play zu. Wir schauen, oder nicht, wir schauen heute, das Spannende ist ja, wir spielen heute mal was, und zwar Leons Identität. Das ist unser erstes Let's Play und ich bin schon richtig gespannt drauf. Wir werden heute mal richtig interaktiv, wir kommen in die Zukunft. Oh Gott. Kannst du so kurz zusammenfassen, was es mit dem Spiel auf sich hat? Ich weiß gar nicht, ob ich die Zuschauer zu hart spoilern will, aber grob, worum es geht. Also das Spiel Leons Identität, das ist vom Land Nordrhein-Westfalen rauszugeben. Und das befasst sich mit der identitären Bewegung. Also das soll so ein bisschen spielerisch die Leute, die jungen Leute, das junge Gemüse über die identitäre Bewegung aufklären. Und deswegen erwarte ich mir hier eigentlich ein hartlinkes Produkt, was ziemlich über die IB herzieht, also die identitäre Bewegung. Und ich bin schon sehr gespannt, was die hier aufgreifen, was die hier auffahren an Punkten. Wir haben so 2 Sekunden angespielt, um so ein bisschen Sound und Musiklautstärke generell abzugleichen. Wir hoffen mal, dass alles passt. Wir sind ja Ja. Technikboomer und ja, Premiere. Schutz. Ansonsten sind wir total unbefangen, was das Spiel angeht. Also wir wissen jetzt gar nicht, was hier passieren wird. Wir sind also genauso gespannt wie ihr. Man muss dazu sagen, der gute Arti, der spielt das jetzt hier. Ich bin nur Zuschauer. Und Ja, ja, mal sehen. jetzt kann ich die Schuld nicht mal abwälzen. Oh je. Ich muss mir Gut. auch Mühe geben, Ja. dass ich hier nicht zum harten Beifahrer-Mitspieler werde. So, ja, du musst hier links, du musst rechts. Ich schaue mir das mal gemütlich an, wie du das machst, Nee, und freue du mich. kannst gerne Tipps geben. Ja. Gut, dann, ja, ohne Umschweife, steigen wir ein, ne? Ja, bitte. So, Wunderbar. sobald ich jetzt eine Maus habe, machen wir mal ein neues Spiel natürlich. Wollen wir, ja, das Hauptmenü wollen wir nicht auswerten, oder? Das machen wir später. Nee, Ja, es ist nur ein das ja. Bildschirm. Unspannend. So. So, Der Vater und ist schon jetzt ab lost. jetzt betreten wir Neuland tatsächlich. Also, das Jetzt war sind wir ja. Ja, in den Schuhen deswegen. von Leon. Ach nee, wir Wir sind gar nicht Leon sind wahrscheinlich. ja Jonas, oder? Nehme ich mal an. Ich glaube, ja, siehst du, ich Okay, habe schon gar nicht aufgepasst. ja. Wir gehen in Leons Zimmer von unserem Bruder jetzt. Und Dann ja, wollen wir mal seine unser. Privatsphäre Ich will mich ja brechen. hier echt nicht rumschnüffeln. Genau, ab hier Aber ist vielleicht Neuland, hat ja. Leon irgendwo Spuren hinterlassen. Und unser Vater ist hier ein ganz schöner Kack, haben wir schon festgestellt, so von der Ja, Stimme. also, oh Hey, Gott, was ist mit Leon? Der klang ja echt wie die übelste Memme. Oh, man kann sogar rausschauen, das finde ich cool. Ausblick. Kannst du da mal klicken? Da oh, passiert doch ich kann bestimmt mich sogar was. ducken hier, Mensch. Ah. Ja, okay, der Oh wird hier ja, übelst getiefhackt, sogar ich hier sehe der schon. Russenzug geht. Klick mal bitte, klick mal bitte, der Früher haben sagt doch wir uns bestimmt immer im was. Garten versteckt, aber das machen wir schon lange nicht mehr. Aha. Früher haben wir uns immer im Garten versteckt, Okay. aber das machen wir schon lange nicht mehr. Ich kann es nicht aufmachen, oder? Nee. Ah, aber Nee, ich sicher kann. Oh, nicht. ich kann zoomen hier. Oh, das ist gut. Ah, oh cool. Also, das finde ich sieht ganz nett aus, so idyllische Gegend. Mach Vielleicht nochmal die Tür findet zu, auch bitte. Leons Computer eine heiße Spur. Kann er das Poster kommentieren? Nee. Nee, ist ja Nee, nur die ganze Tür das umrahmt. ist ja. Train like a Spartan steht da. Und die haben hier schon mal die IB-Farben gelb auf schwarz benutzt. Hier ist aber hier. Uiuiui. Live und stolz. Was sagt denn er dazu? Das war vor 2 Wochen. Ich weiß noch, dass er nicht verraten wollte, wo er an dem Wochenende unterwegs ist. Klingt jetzt echt nicht wie der jüngere Bruder. Aber gut. Sondern wie die Ja, jüngere irgendwie. Schwester, oder? Nee, viel älter. Naja. Älter? Okay. Ja.
Eingerollte Post. Leons Lieblingsbands. Jetzt wohl ehemalige Lieblingsbands. Jetzt haben wir noch einen Pokal. Den Pokal haben Elias und Leon letztes Jahr beim Ubergard-Turnier auf der Gamescom abgeräumt. Ubergard. Oh, ich glaube, das soll... Wie lange dauert das noch? Wir stehen hier doch locker schon 3 Stunden. Hallo, für das Ubergard-Turnier würde ich sogar mein Erstgeborenes geben. Mir ist mega heiß und ich habe voll Durst. Wollen wir nicht später nochmal wiederkommen, wenn hier die Schlange nicht mehr so lang ist? Außerdem gibt's hier nirgendwo Klo. Oh, spinnst du jetzt komplett? Dann war alles umsonst. Zieh dir doch eine Windel an, Riesenbaby. Ha, lass das! Ey Leute, hört mal auf jetzt. Wir haben's bald geschafft. Dann sind wir im Schatten und können was trinken. Und Klos gibt's da drin auch. Hier, du kannst was von meiner Cola haben, Jonas. Okay. Das fand ich jetzt erstmal cool, dass es eine Sequenz gab. Ja. Ubergard, das soll wahrscheinlich, würde ich jetzt meinen, so eine Verarsche von Overwatch sein hier in dem Spieluniversum. Genau, genau. So würde ich es jetzt einschätzen. Ja. So ein richtig schöne, wie früher die Google-Übersetzer waren, ja. Und, ist sogar 3D. Das Sonnensystem. Mal nachdenken. Ah ja, stimmt. Pluto ist ja aus der Liste der Planeten rausgestrichen worden. Ja. Muss er Spuren hinterlassen haben. Das war letzten Sommer, als wir in Holland gezeltet haben. Da war ich das erste Mal dabei. Und irgendwie war da noch alles in Ordnung. Aber krass. Leon hat die Gesichter von Lina und Elias ausgebrannt. Oh, jetzt bist du dran, Lina. Wahrheit oder Pflicht? Oh Gott. Oh Mann. Ich glaube, ich nehme Wahrheit. Okay. Meine Frage ist, würdest du gerne mal mit jemandem aus unserer Runde knutschen? Das ist fies, aber ja, würde ich echt. Wuhu! Krass! Love is in the air. Da, 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 da. Love is in the air. Diese Fremdscham. Aber okay. Juni 2019. Wissen wir, wann das Spiel spielt? Ich glaube 2020 oder so. Ich denke auch 2020. Man meint ja zwar vor einem Jahr die Szene. Ah, okay. So, passt du auf. Schublade. Also, da ist jetzt nichts weiter. Socken. Vollgewichste Socken. Oh Gott. Hat er das Video von dieser Japanerin hier angeschaut? Ja, der hat die aber sauber zusammengelegt. Aha. Das ist viel zu sauber, ey. Viel zu sauber, ja. Das muss doch ein Rechter sein. Das muss ein Rechter sein. Also so legt nur ein Rechter seine Sachen zusammen. Ja, aber dann aber sowas hier. Ja. Aber es ist Plastikmüll. Das sind die Wichs. Egal. Die Knights and Mages Regelbücher. Mann, unsere Kampagne liegt schon seit Monaten brach. Schade um meinen Paladin. Oh, hier Nietzsche, der Wille zur Macht. Uiui. Oh, okay. Aber um Leons Spur aufzunehmen, muss ich wahrscheinlich in die Ecke gucken. Geh nochmal auf die Flaschen bitte, zweites Regalbrett. Ist das Thomas Henry, Marte? Ja! Ja! Okay, herrlich. Was ist Thomas Henry? Thomas Henry ist ein Mate-Getränk, was der Martin selber immer eine Zeit lang getrunken hat. Und der hat immer in seinen Streams gesagt, oh ja, Thomas Henry ist die geilste Mate, holt ihr euch. Und dann wurde er, naja, nicht verklagt, aber der wurde auf Unterlassung gebeten, sag ich mal, von Thomas Henry, dass er nicht mehr ihren Namen erwähnt, weil der Eindruck... Der 18. Ich wollte jetzt hier nicht reinreden. Ich bin auszusehen. Martin Sellner sollte nicht den Eindruck erwecken, er wäre gesponsert worden von Thomas Henry. Und dann hat er immer gesagt, ja, ich trinke gerade Thomas Henry, von dem ich definitiv nicht gesponsert bin und so. Jetzt. Ja, gut. Also ich dachte, jetzt kommt hier noch so ein ganz tiefer Insider aus der IP-Geschichte. Kannst du nochmal in das Regal gehen? Wir haben da noch nicht alles gesehen, nehme ich an. Doch, hier war nichts mehr. Ach, da kann nichts mehr anklicken. Die was? Agnadir-Chroniken. Aha, okay. Irgendwelche Fantasy-Kram. Er hat seinen Controller in dem Regal. Ubergott komplett löse. aber hier, How-to-Videokamera ist natürlich spannend. Hm? Links liegt auch das Grundgesetz. Ganz ist aber eine sehr dicke Ausgabe. Ich wollte gerade sagen, sieht doch sehr dick aus. Ich habe doch selber meine sonst. Ist viel dünner, ja. Die ist eher wie das hier oben, das kleine Reklambuch. Ja, genau, das ist so ein Reklambuch, ja. Ja, genau.
Weltatlas. Moby Dick, Frankenstein, okay, ja. Der Schrank ist irgendwie leer. Mann, kann man das hier? Dieser Bücherschrank. Das große Hardware. Oh, da wird hier die Bombe gebastelt. Ja, ich glaube. Kann man das? Das ist... Die Leiden des jungen Wärters, okay. Ich auf Leons Computer eine heiße Spur. Ja, ich merke schon, der Jonas will das uns Nibelungenlied. In denken. Ja, ja. Es geht nicht so richtig. Ja, was haben wir hier? 50 Jahre Mondlandung. Oh, hier. Die 100 besten Vaterwitze. Die Zukunft des Machine Learnings. Bildbearbeitung. Und dann Comic Sans. Ja, immer links. Panzer des Zweiten Weltkriegs. Das Anwahlbuch. Jetzt geht's los. Spieleprogrammierung in C#. Das ist natürlich interessant. Ja. Das Spiel hier ist übrigens in der Unity Engine gemacht, die auch mit C# arbeitet. Wahrscheinlich ist das von den Entwicklern ein kleiner Gag hier. Oh, hier ganz links gefällt mir. Unter den Teppich gekehrt, aufräumen für Faule. Okay, auch witzig. Witzig. Ja, schon versucht, ein paar Insider hier reinzubringen oder ein paar Andeutungen. Ein paar kleine, ja, Gags und so. Ja. So, was haben wir denn im Kalender nochmal? Kannst du es nochmal bitte ansagen? Das Datum eingekreist. Der 18. Es ist morgen. 18. Da passiert was ganz Schlimmes. 18. Ja, steht ja, nicht man, genau welcher Monat. Irgendwas im Sommer. Ja, das ist ein Kalender ohne Monat. Ja. Es wird wahrscheinlich Sommer sein, ja. So. Das sieht nach Linas Handschrift aus. Oh Gott. Soll ich das vorlesen, oder? Warte mal, vielleicht liest sie es gleich vor. Aber vielleicht hilft es mir bei der Suche nach Lea. Achso, ich hätte jetzt erwartet, die Sprecherin von der Lina. Willst du das vorlesen, oder soll ich? Ja, ich kann mal. Lieber Leon, eigentlich wollte ich mit dir persönlich sprechen, aber ich habe zu große Angst, nicht die richtigen Worte zu finden. Ich finde, dass wir beide ein super Team sind. Mit kaum jemandem kann ich so viel abnörden wie mit dir und ich glaube, du bist so ziemlich mein einziger Freund, der meine Programmer-Humor-Memes alle versteht. Oh Gott. Du bist ja ein großer Puzzle für mich, auf den ich mich immer verlassen kann und umgekehrt. Ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung, dass du dir mehr von unserer Freundschaft versprochen hast. Und glaub mir, hätte ich geahnt, was du für mich fühlst, hätte ich dir viel früher gesagt, was bei mir und Elias los ist. Okay, deswegen die verbrannten Gesichter. Ja. Ich wollte dich nie verletzen oder ausnutzen und falls ich das getan habe, tut mir das super leid. Ich hoffe, du kannst verstehen, dass das, was ich mit ihm habe, nicht enger oder mehr ist, als unsere Freundschaft, sondern einfach anders. Okay. Das tut weh. Das ist ein richtig schlimmer Friendzone-Brief hier. Ja. Du und ich, wir haben doch so viele gute Dinge zusammen. Es wäre extrem schade, das alles hinzuschmeißen. Und gerade weil wir schon so viel durch dick und dünn gegangen sind, wünsche ich mir sehr, dass wir es irgendwie hinbekommen, Freunde zu bleiben. Also, uiuiui. Oh, der kam tief. Also, dieser Brief. Vor allem dieser eine Satz, das, was ich mit dem habe, mit dem Elias, das ist doch wie bei uns, nur anders. Also, ja, ich glaube, ich kann mir vorstellen, was da anders ist mit dir und mit Elias, was ihr da macht. Also, bitter, bitter. Wenn wir uns noch erinnern, klar. Boah, ich hasse diese Viecher so. Wollen wir uns woanders hinsetzen? Nee, ist doch der perfekte Spot zum Eisessen hier. Ja, das denken sich die 300 Tauben um uns rum auch. Pass auf, bei 3 springen wir runter und brüllen die an. Ich brülle doch keine Tauben an. 1, 2... Ernsthaft jetzt? 3! Ah! und sie halten Händchen. Ja, Leon und Lina. Warum nur? Kannst du noch umdrehen klicken? Ja. Ach so, okay. Aber ich dachte, hier wäre vielleicht eine geheime Botschaft. Ja, oder das Datum. oder das Datum. Das, auch am Kalender ist das ja nicht. Ich glaube, das haben die mit Absicht so ein bisschen gemacht, um das Spiel aktuell zu halten. Lina Gut. und Elias also. Huh. Lina und Elias, die Schweine. Ich wundere, dass Leon erstmal Abstand von Lina und Elias haben wollte. Was steht denn hinten auf dem Stuhl? Haut er doch nicht gleich ab. Das ist ein Gaming-Chair, geil. Das war wahrscheinlich ein Geschenk, wie es aussieht hier. Ja, ne? Ja, unterschrieben von den Freunden. Das ist aber eindeutig so. der Custom-Cheater-Chair, wenn ich das so sehe. also ich würde den Rechner mir eigentlich ehrlich gesagt aufheben und erstmal so den Rest des Zimmers ein bisschen abgraben. Vincent, ich würde eher lieber den Rechner ansehen.
Weil ich denke, das macht von der Erzählung her am meisten Sinn, weil er leitet uns ja offensichtlich zu dem Rechner. Ja, gerade deswegen wollte ich es nicht. Naja, aber, okay, aber lass es mal okay, so machen. Okay, ja. Also bin ich schon dafür. Vielleicht finde ich hier was. Hm. Erstmal einschalten. Jetzt muss ich schon erstmal das Passwort hier rausfinden, ne? Boah, du bist so ein guter Gamer. Passwort komme ich hier nicht weiter. Aha, das ist bestimmt Passwort. Nee, das wird. Wir finden das bestimmt in dem Zimmer, das Passwort. Rippfälliger Kumpel. Okay, es geht um die Katze. Ah, okay. Eine Katze oder so, ja, müssen wir jetzt einen Hinweis finden. Die nicht? Das ist, denke ich, nur ein random Bild. Fälliger. Oder ein Hund. Katze oder Hund. Kulturschützen, Identität bewahren, nice. Poster mit politischer Botschaft? So kenne ich Leon gar nicht. Okay, also fassen wir mal zusammen. Die atavistische Aktion wird hier definitiv für die IB stehen, also die identitäre Bewegung. Das ist hier das Pendant dazu. Ja. Die Holzkiste. Kannst du mal das linke Poster dir ansehen? Ich fand das auch ganz charmant. Eva 24, oh, hier Heimat. Hier wird's aber ja. Also das sind ja, das ist ja Nazisprache. Ja, auf jeden Fall. Die sieht aber, also so aus wie in diesen 90er Neonazi-Filmen, die es da gab. So eine Neonazi-Braut, wie sich aus linker Seite das vorgestellt wurde. Findest du, also das habe ich gar nicht so den Eindruck. Also ich glaube eher, die ist eher von der IB nachempfunden, deren Namen ich jetzt leider nicht weiß. Die hatte auch mal ein Lied gehabt. Okay. Du weißt, ich bin rechts, Babe. Ich sing nicht weiter, die Zuschauer, keine Angst. wie hieß sie denn? Die hatte auch bei Varieté Identitaire mitgesungen. Krass. Miriam oder so? Wann hört er denn das? Oh ja, okay. Pro-deutsche Texte, geil. So. Oh je. Oh ja, na ja. Uiuiuiui. Wo eingeschliffert werden musste, war das für uns alle echt krass. Besonders für Leon. Vielleicht hat Ivo was mit seinem Passwort zu tun. Ivo. Ivo, ja. Aha, ein Buch. Was ist das für ein Solar? Ist, so, ist das ein Roman? Der sagt mir jetzt gar nichts, das Buch. Ja, das ist doch auf jeden Fall ein Film, Solaris. Und da muss ich mich mal outen. Sorry, ja. Ja, man kann nicht alles kennen. Was haben wir hier? Was ist das? The Null Reference Exceptions Album. Okay. Wow, Programmierer-Humor. Script-Kitty-EP. Wow. Aber, ja. Aber sind das nicht die selber? Ach, das kann sein. Klick mal drauf. Klick doch mal drauf. Ja, das sind die ja, doch. Ja, klar. Ja, klar. Leon, Lina. Lina ist die Sängerin und singt irgendwelche Programmierthemen. Da wahrscheinlich. Und Emily ist die Bandmanagerin, wie eine gewisse grüne Politikerin. Ja, früher haben wir gesagt, das Band-Assi, also... The Band, das ist Leute, quasi. Mir ist heute Morgen ein richtig fetter Bassgroove eingefallen. Lass mal hören. Oh, los. Oh, 1, 2, 3, 4. Okay. Also, ja. Ich muss sagen, diese kleinen Zwischensequenzen, die finde ich ziemlich geil. Ja, ist gut gemacht. Ist gut gemacht, auch gut eingesprochen alles. Ich bin überrascht. Geh nochmal bitte auf die Rückseite. Wie heißen die Lieder? Leute, okay. Kann man das überspringen? Ja. Volt, Lina, Lina, dieses Jahr, Script Kitty, Yeah, Yeah, Yeah und Zeit Delta, okay. Keine Ahnung. Ich dachte, naja, gut. Ja, Lina ist natürlich jetzt ein bisschen vorbelastet, der Name langsam. Ja, die böse Lina. So, dann geht nochmal Ivo ein. Oh, komm ich hier nicht weiter. Nee. Kann ich das selber? Nee. Nee, du musst, denke ich, im Zimmer irgendwas, was mit Ivo zu tun hat, finden. Okay. Wo könnte eine Katze gewesen sein oder irgendwie ein Andenken von der Katze? Da, hier, ich würde gerne diese Klappe aufmachen, aber das geht wohl nicht. Leon hat ein Schloss vor die Abseite gebaut. Vor die Abseite? Da finden wir später bestimmt einen Schlüssel. Bekomme ich die kleine Tür nicht auf? Und er hat, okay, der Teller und was ist, sind das Rahmennudeln da unten oder was ist das an deinem Bett? Nee, keine Ahnung, mir ist irgendeine so Tüte Fischen, halt. Ja, irgendeine Essenstüte. Diesen weirden, neu entdeckten Nationalstolz hat Leon in den letzten Wochen immer mal wieder raushängen lassen.
Aber warum hat er die Flagge falsch rum aufgehängt? Das hätte ich jetzt mich auch gefragt. Ist das nicht ein Code? Muss ich bei Gelegenheit mal googeln. Aber warum hat er die Flagge falsch rum aufgehängt? Vielleicht damit, dass er sehen kann, wenn er im Bett liegt. Stimmt eigentlich, ja. Aber gut, tatsächlich so eine umgedrehte Flagge. Muss ich bei Gelegenheit mal googeln. Dunkle Wolken ziehen auf. Eieiei. Oh, ich kann jetzt hier nicht mit dem Fenster groß interagieren. Na gut, schauen wir mal den toll. Ich hab's mal. Oh ja, Animation. Uiuiui. Oh. Ich wollte nur gerade sagen, ich hab's dem Jonas mal nachgetan und tatsächlich gegoogelt. Und zwar: einige Rechtsextremisten behaupten, Gold-Rot-Schwarz sei die wahre Kombination der deutschen Nationalfarben. Deswegen drehen die das um. Es geht zurück auf zeitgenössische Darstellung zum Hambacher Fest 1832. Ich habe das gelesen auf bige.bayern.de. Ich kann den Link gerne dir dann schicken. Ja, das du dann später reinstellen kannst. Immer noch nicht selbst. Und Mama also, und Papa machen das auch noch mit. Okay, 18. Also das mit dem Schwarz-Rot-Gold ist so ein extremer Code. Mit unserem guten alten Ivo zu tun. Leon und ja, Ivo wir wissen es doch. Sie sind fast jeden Morgen zusammen Gassi gegangen. Ach Mensch, jetzt spoiler doch nicht alles. Ja, der hält uns ein bisschen viel doof, der Jonas. Eva, sieht aus, als wollte Leon Flyer für ein Konzert verteilen. Heimatliebe. Eva Kammer. Gut, das war auch das Konzert, wo er dahin war, vor einer Woche oder so. Aber hier, 22.10., also wir sind doch im Oktober unterwegs, schau an. Ah ja, ah ja. Was ist das? Dance. Ach, das sieht natürlich sehr aus wie die Kompakt. Das ist eine Kompakt-Verarsche hier. Defend Europe. Hm. Geht da näher, geht das Geheimnis, geht das sehr still. Das Magazin der Wahrheit, ja, also das ist hier aufgemacht wie die Kompakt. Daneben haben wir Populi. Und das ist aufgemacht wie in einem Magazin, was es jetzt schon nicht mehr gibt. Arcadi. Okay, das hab ich schon nie gehört. Ach so. Nee. Und ja, das war vor drei Jahren. Ich glaube, das gibt es schon seit 2 Jahren nicht mehr. Vor 3-4 Jahren hatten die so ihre Zeit und das war ein IB-nahes Magazin für junge Leute. Arcadi hieß das. Und das sah halt genauso aus in dem Format. Gender Gaga. Die regen sich darüber auf, dass manche Leute keine Arschlöcher sein wollen? Okay. Das ist schon ein merkwürdiger Take von dem Jonas hier. Wer ist jetzt hier indoktriniert nochmal von euch beiden? Jonas oder du? Also ist ja Junge. Ja. Aber schön, dass die Zeitung von 20 ist und seitdem eigentlich das immer noch alles aktuell ist. Das ist super. Ja. Vor allem, die regen sich darüber auf, dass manche Leute keine Arschlöcher sein wollen. Also, das ist echt so ein extrem jugendlicher Standpunkt irgendwie so, ja, die Alten, die sind irgendwie, die beleidigen die Leute, indem sie die Gender nicht berücksichtigen, weiß ich nicht. 8 €, ja, das war auch recht teuer tatsächlich. Ich erinnere mich, ich habe ein paar Ausgaben hier noch zu Hause. Entwurzelte Völker remigrieren. Jetzt kommt bestimmt wieder irgend sowas. Alter Leon, remigrieren ist auch nur ein schlaues Wort für Ausländer raus. Ja, richtig erkannt. Richtig erkannt. Sehr schön. Das ist so weit, so gut. Und? Also, war das jetzt dein bestes Argument? Ja. Ist auch nur ein Wort für das, was alle anderen Länder auf der Welt machen. Oh, jetzt. Ja, oh. Der große Austausch. Der große Austausch und das ganze Märchen von Umvolkung und Überfremdung. Oh, das Märchen. Materialien für Aluhüte und Verschwörungstheoretiker. Alter, Aluhüte und Verschwörungstheoretiker, hier geht's schon los. Also ich meine, der große Austausch ist nun mal ein Fakt, wenn man sich die demografischen Entwicklungen anschaut in unserem Land. Die Zahlen Ausländer nimmt immer weiter zu. Nein, das stimmt ja nicht. Es hören ja alle Deutsche. Also die Zahl der Deutschen nimmt zu, ja? Hör mir auf. Ich rede natürlich hier von ethnischen Deutschen. Das ist natürlich ein himmelweiter Unterschied. Gut, also jetzt frage ich mich, warum dieser gute Mensch hier seinen Bruder noch finden will, wo er jetzt gerade festgestellt hat, dass er ja ein harter... Genau, der denkt... Weltrettung als Geschäftsmodell. Eieiei, die waren ja ihrer Zeit gut voraus, vor 3 Jahren. Sondern eine Notwendigkeit. Okay, der ist hartgrün. Das
kennst dir an Gehirnwäsche. Das kennst du an Gehirnwäsche. Also wirklich, das sind Bücher mit anderen Standpunkten, als ich vertrete. Oh nein, das ist Gehirnwäsche. Dass die sagen andere Sachen, als im Fernsehen gesagt werden. Das muss Gehirnwäsche sein. Ja, also wie du meinst, so langsam stellt sich die Frage, ja, warum will er den Bruder noch finden? Der ist ja scheinbar verloren. Der hasst den ja offensichtlich. So klingt sie ein bisschen durch. Ich weiß jetzt nicht, wer das gesagt hat, aber irgendjemand hat mal gemeint, dass dieses Overtonfenster, was man sagen kann und was nicht gesagt werden kann, dass das nicht mehr sich erweitert hat, sondern dass das mittlerweile zwei verschiedene sind. Ja, und in seiner Welt ist das alles hier unsagbar. Ja, wahrscheinlich. Und genau. In Jonas seiner Welt ist das alles normal. Da kann man darüber diskutieren. Ja, das ist letztlich auch unsere Welt. Also sich mal mit Ideen auseinandersetzen und nicht einfach das runterbeten, was einem vom Fernsehen gepredigt wird. Ist das hier Anekdote zu Gauland? Dr. A. Gauschmann? Ja, das wird so sein. Ich meine, Alexander Gauland heißt er. Ja, natürlich. Ja. Ups. Nee, vielleicht so finde ich etwas unter Leons Bett. Oh Gott, dieses Spiel. Es macht mich fertig, dass es so einen an die Hand nehmen will, weil man hier mal wirklich sich die Dinge anschaut. Ich schau dir das mal an. Okay, zusammen gegen den großen Austausch. Das ist ja passiert, die Aktion, ne? Genau, das spielt natürlich auf die Aktion von der IBEA, als sie aufs Brandenburger Tor geklettert sind. Ich weiß gar nicht, wann das war. Ich glaube 2016 oder 15. Das war so ziemlich eng nah beieinander mit der großen Einwanderungswelle 2015, das weiß ich noch. Und es war natürlich krass, wie die Medien darauf reagiert haben. Ich meine, Greenpeace, die haben das Jahre zuvor auch schon gemacht und jetzt auch vor kurzem wieder übrigens. Und da war das natürlich alles okay, aber wenn die IB das macht, ist das natürlich dramatisch. Das sind Rechtsextreme auf unseren schönen Denkmälern. Okay, man merkt, das Spiel ist auch älter, weil da ist so ein altes Meme dort auf dem Stuhl. Ja, nichts gegen. So, why you know irgendwas? Alte Memes sind wie gute alter Wein. Ja, die werden nicht alt, die werden nur besser, ja. Aber die Sache ist auch eine, die zum ersten Mal sozusagen die ältere Generation mitbekommen hat, so eine Aktion. Sonst ist das immer an denen völlig vorbeigerauscht. Das fand ich interessant. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja auch eine sehr wirkungsmächtige Aktion, sowas zu machen. Das sehen die Leute, das ist total geil. Ja, aber wenn das nicht in den Medien stattfindet, dann kriegt es der normale Bürger ja nicht mit. Aber aus irgendeinem Grund hat das stattgefunden. Also die Aktion war übrigens am 27. August 2016, wie ich gerade lese. Auch dazu geben wir euch vielleicht einen Link unten rein. Ja, das war auch tatsächlich, also ich hatte von der IB schon vorher gekannt, klar, aber das war so ihre erste große Aktion, wo ich auch noch viel mehr auf die aufmerksam geworden bin. Benutzt es geschaut. Typisch Leon. Vielleicht. Ja, ich gucke unter das Bett. Ja, meine Güte. So ein alter Mann. Nee, ich drücke immer die normale Tuck-Taste, die ich immer habe. Egal. Alle lächeln. Noch 5 Sekunden, bis sie auslöst. Lächeln, Leon. Tschüss. Ivo. Hey, Jill. Na toll. Das müssen wir jetzt nochmal machen. Ivo, kommst du jetzt hier hin? Also die Stimme von dem Vater passt ja gar nicht zu dem. Meint das jetzt nicht despektierlich, aber ist die Mutter schwanger? Könnte sein. Oder? Und der Vater mit seinen übelsten Skinny Jeans, also. Sieht irgendwie so ein bisschen so aus, oder sie ist halt einfach etwas beleibter. Naja, wenn du zweimal schwanger gewesen bist, dann ja, kann das schon so. Ich meine das, wie gesagt, gar nicht respektieren. Kannst du das Foto umdrehen? Vielleicht steht da was Mama wegen dem Passwort. Hat uns diese Karte geschenkt, damit wir Ivo nicht vergessen. Moment. Könnte das Leons Passwort sein? Okay, jetzt haben wir Zugriff auf den Computer. Endlich, Hackerman ist endlich glücklich. Jetzt wird gehackt, ja. Ohne Hackerman. Komme ich hier nicht weiter. Jawohl, Ivo 2010. Ach, ernsthaft? Oh Gott, ist das peinlich. Check. Er hat einen Uberguard. Ich würde sagen, das ist das zum Cheaten, oder? Uberguard TXT, die Eternal Uberguard Leaderboards, okay. Okay, was auch immer. Was auch immer, ja. Hier kann man nichts machen. Wir können natürlich in den Browser gehen wahrscheinlich. Löse die Weltformel. Okay. The fuck.
Wie hier nochmal Evo 2010. Das ja, wird das wahrscheinlich wird nicht funktionieren. Ja, nee. Go. Und so. Oh, nein. Okay. Ah, die, ja, die wollen, dass wir browsen und seinen Suchverlauf mal und erforschen. Sommeruniversität. Oh, warte. Das ist doch das Honigforum. Ja, das ist das Honigforum, ja. Das ist total geil. The Black Pill. Ja, ja, das ist geil. Das Forum für Antifeministen, Anhänger von Verschwörungstheorien und Reichsbürger. Und für jawohl! Typen, die glauben, sie hätten ein Recht auf eine Freundin. Okay, das vielleicht nicht. Ah, besucht uns, wo wir dabei sind, im Honigforum. Wir haben dort einen eigenen Thread. Dort könnt ihr euch uns schreiben und das sieht genauso aus wie hier. Also das ist schon geil, dass sie sich hier das Honigforum offensichtlich zur Vorlage genommen haben. Ich möchte wissen, worüber die sich da austauschen. Ich möchte das gar nicht wissen. Das ist echt zu krass. Das ist zu krass. Von den Mullen gefährdet. Gott, das ist mir alles echt zu krass. Von den Mullen gefährdet, so, ne? Aber Mullen tatsächlich so ein Begriff, der im Honigforum viel verwendet wird. Also der mir gar nicht so vorher bewusst war. Ich glaube, das kommt auch aus dem Drachen-Game. Ich habe vorher nie Mullen gesagt. Das Wort kannte ich schon vor Internetzeit, Alter. Okay. Also ich kenne Ischen oder Alde oder sowas. Zensurkrise, Linkliste, Tipps für alternative Medien. Ich komme rot gepillt. Aber hier, so, Hysterie von der Klimakrise und wie sie den Juden und den Grünen nützt. Das glüht doch schon wieder, oder? Und mit so einer konföderierten Flagge. Also das ist ja was, was uns eigentlich gar nichts angeht in Deutschland. Was haben wir denn hier noch für saftige? Unkontrollierte Einwanderung ist Schuld am Wohnungsmarkt. Ja, das erinnert mich irgendwie an unseren Reaktionsbeitrag zu dem linken Werbespot. Ja, oder Wahlwerbespot. Ist das so. Ja. Also die hauen ja hier die roten Pillen raus. Diskussion, wer vor der Heirat Sex hat, ist degeneriert. Kann man sehen, wie man will, aber das ist tatsächlich zum Beispiel ein Thema, was im Honigforum auch so diskutiert werden könnte. Also das finde ich jetzt hier gar nicht mal so unrealistisch. Da gibt es natürlich auch entsprechende Fäden, die so abgehen. Aber gut ist ja, das Schöne am Honigforum ist, dass man überhaupt über sowas reden kann. Also woanders ist das gar nicht möglich, so im deutschen Web. Da wirst du sofort gebannt. Ja, also es ist wie das Internet, wo es gerade am Entstehen war letzten Endes, ne? Wo solche Foren letzten Endes noch jungfräulich waren. Genau, das ist noch ein bisschen altmodisch von dem, was man sagen darf. Und irgendwann ohne Zensur. Irgendwann gab es dann halt sowas wie die Netiquette und so. Und dann fing es halt an, ne? Also dann, ja. So, es gibt den Celebrate, den Fotofaden für alles, was ihr nicht teilen dürft. Okay. Faden finde ich schon mal schön. Hemanon AMA. Keine Ahnung. Also Femanon, eine anonyme Frau oder was? Keine Ahnung. So, TFW, Kinn- und Kieferchirurgie, die letzte Hoffnung sind. Was war ein TFW eigentlich für eine Abkürzung? Der Face Van, glaube ich. Der Face Van, also. Ja, stimmt, stimmt. Das Gesicht, das du machst, ja. Flüchtlinge und der Verteilungskampf um unsere deutschen Frauen. Diskussion, prove me wrong. Vor allem ist das hier immer so übelstes Deutsch-Englisch, das verwirrt mich. Frauen sind alle gleich und lieben auf menschenverachtende Idioten, solange sie gut aussehen. Wiszell 99, Beta kackt mit Weibos zusammen. Aber ich muss sagen, in dem Forum ist einiges los hier, ne? Also. Ja. Ich überlege gerade, ob einer von denen hier vielleicht schon der Leon ist. Geh nochmal runter, bitte. Wahrscheinlich das mit dem Bild hier, oder? Nee, ich denke hier vielleicht mit den Diskussionen Proof Me Wrong, der Wiszell 99. Frauen sind, ach so, menschenverachtende Idioten. Na naja, gut, aber ich dachte mir jetzt, weil er ja so sauer ist auf die Lina und den Elias. Dann vielleicht das vielleicht hier, Dr. Politico. Schreibt. Dr. Politico, warum stehen Weiber nur auf gut aussehende Chats? Ja, okay, das kann auch sein, ja. Oder von der. Ah, nee, halt, hier, Würger 1999. Das passt von doch mit seinem Alter so halbwegs. Also so halbwegs, ja. Ne? Ja, ja. Stimmt, dann wäre er jetzt 21 oder 20, wo das Spiel ist. Ja, gut, aber er hat ja gesagt, er ist 18, gerade eben mit dem Wäschewaschen. Also, das passt nicht ganz. Aber an sich, ich finde das hier ziemlich witzig. Also, ich finde es ja eigentlich relativ nah am Honigforum tatsächlich, auch von den Themen hier. Klar, ein bisschen alles ins Extreme verkehrt, aber an sich ist es geil.
Ja, also, aber jetzt mal ganz ehrlich, das Internet früher, du brauchtest halt kein weiches Fell, ne? Du brauchst es schon. Ja, klar. Ein bisschen Stresstoleranz, ne? Ja. Aber jetzt, das geh mal auf eine Baustelle. Wenn du da zart beseitigt bist, wirst du auch auseinandergenommen. Also, meine Güte. Worüber reden wir hier? Ja. Ja, ach, gut. Ich habe da auch kein Problem mit, klar. Der Jonas, du kannst ja auch einfach, wie man so schön sagt, ein bisschen rumlurken im Forum. Du musst dich ja nicht exponieren. Ne? Ja, das ist das Schöne, klar. Man kann einfach mitlesen. Gut, geh mal hier raus. Ja. So, die Sommeruniversität der AA, das ist natürlich ähnlich wie... Hier? Sommercamp zur Ertüchtigung von Geist und Körper. Völkisch. Völkisch? Aha. Wo steht okay. Das hier? Das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Das ist so mega cool und hip wirken. Klingt aber eher nach Gehirnwäsche von Nazis. Oh, ich habe keinen Bock mehr auf das Spiel. Das ist echt schlimm. Geh doch mal bitte ganz hoch. Wie kommt denn der da? Warte, der liest hier was von Sommeruniversitäten. Das Erste, was er sagt, ist völkisch. Wie kommt er denn jetzt hier auf völkisch? Also, ja, weil die alle ein T-Shirt anhaben. Nur von der Überschrift. Ja. Nee, aber so könnten ja. Die ja auch drauf sein in irgendeinem Camp hier. Was weiß ich, in so einem Klimaklebercamp. Ja, natürlich. So. Der Spiegel da ist halt da. Haben sie dann wahrscheinlich grüne T-Shirts an, keine blauen. Aber hier übrigens die Sommeruniversität, sowas gibt's natürlich bei der IB. Aber und, du siehst, das ist kurz vor seinem Verschwinden hier, datumsmäßig, ne? Wenn wir jetzt Oktober haben. Bis 6. Ne? Warte mal, am 18.09., das ist ja morgen. Morgen ist der 18.09. In dem Kalender. Nee, wir haben definitiv Oktober. Das war doch der Kalender ohne Monat, deswegen. Ja. Nee, aber vor uns hatten wir doch den Kalender ohne Monat und da dachte ich, war der 18. eingekreist und da hat der Jonas gesagt, morgen ist der 18. Ja, aber ich denke, das ist der 18.10. Okay. Aber, also hier war er vielleicht schon. So, Camp-Shirt für alle Teilnehmer, ja, aha. Ganz kurz, geh nochmal bitte hoch auf das Shirt. Ja. Vielleicht wollen wir was zum Logo sagen. Also, das ist hier so ein Omega. Klar, auch das lehnt sich ein bisschen wieder an das IB-Logo an. Das hat ja diesen Sparta, dieses Spartaner-Dreieck. Mhm. Und hier haben sie halt einen griechischen Buchstaben genommen, um da ein bisschen nah dran zu sein. Ja, es gibt ja die Redewendung, das Alpha und das Omega, ne? Also, dass man für alles steht, sinngemäß, oder alles abdeckt. Vielleicht steht es dafür, oder das Omega, dass man alles bis zum Ende durchdacht hat, so. Das ist jetzt ein bisschen weit. Mir ging es nur darum, dass sie hier ähnlich auch ein griechisches Symbol genommen haben. Klar. Ja, um ein bisschen das zu persiflieren. So, kann man hier irgendwas machen? Bei Fragen. Ja, können wir uns da anmelden? Klick mal auf Anmeldung, ich will da mitmachen. Ja, das ging. Hast du eine Zeitmaschine? Jonas will mitmachen. Das ist völkisch, das ist geil. Achso. Gibt's da noch mehr am Computer? Und hier? Sommercamp. Ertüchtigung von Geist und Körper. Also ich weiß wirklich nicht, wo er das her hat. Ja, nee. Also wirklich, Sommercamp, Ertüchtigung, Geist und Körper, folglich. Mails da, gib mal auf die Mails. Irgendwie dirty in seinen alten Mails rumzuwühlen. Dirty? Hauptsache dirty. Englisch. Ja, ich frag mich, wie alt der ist, der Jonas. So, vor einem Monat hat er sich anscheinend in dem Forum angemeldet. Ach so, das war ist das Honigforum quasi, die Blackpill, ja genau. Treffer. Geil. Sehr gut. Ja, da können wir nachher nochmal gucken, was er genau das da geschrieben hat. Das machen wir gleich. Dr. Politico, ja. Hassforum für Antras. Hier, genau das. Ja. Warum stehen wir einfach nur auf gut aussehende Chats? Du hast genau recht. Ey, kann man den anklicken, den Faden? Ich möchte gar nicht wissen, worüber die... Ich möchte gar nicht wissen. Aber man konnte das nicht anklicken, oder? Ich sehe deinen Mauszeiger leider nicht. Nee, konnte man leider nicht. Okay, gut, schade. Dr. Politico, also. Das hast du sehr gut geraten. Eine erhellende Zeit im Forum, ja, okay. Ja. So, oh hier, Alex. Immer dieser Alex, Leute. Das scheint ja ein großes Vorbild für Leon zu sein. Wo hat er den Typen denn aufgegabelt? Subversiver Sprechgesang. Warte, lass mich das mal vorlesen. Ja, genau, du bist dran. Von 413X, schau es dir an. Hallo Leon, wie versprochen schicke ich dir hiermit ein paar Empfehlungen zu Künstlern, die an unserer Seite stehen. Also, Arne Groll macht sehr intelligenten und subversiven Sprechgesang. Den findest du auch auf Notice If You.
hört ihr unbedingt seine Texte an. Eva Kammer hingegen, ein Aushängeschild atavistischer Autorenmusik. Eva ist außerdem wenigstens eine richtige Frau und ein großes Vorbild für unsere Jugend. Schaut ihr auf jeden Fall auch einmal ihre Nexus-Seite an. Sie kommt auch zur Sommeruniversität. Da kann ich euch einander vorstellen. Außerdem würde ich dir die Printausgaben von Popoli und Dance empfehlen. Die werden dir die Augen öffnen. Das Beste daran, das Probeabo ist umsonst. Ansonsten sehen wir uns da hoffentlich am Freitag wieder zum Klönen, Schnacken und Philosophieren. Bei uns im Haus der Aktion. Mit atavistischem Gruß, Alex. Mit sozialistischem Gruß. Entschuldigung, falsch. Was ist denn Klönen? Keine Ahnung, das habe ich auch noch nie gehört. Das ist vielleicht ein regionaler Dialekt oder so. Ah gut, er wurde eingeladen in das Haus dieser Aktion. Also das ist so eine Art wie ein IB-Haus. So was gibt es ja in Halle zum Beispiel. Ja. Ich glaube, es gibt es auch noch. Das gab es auf jeden Fall lange Zeit. Es war so ein Treffpunkt der identitären Bewegung. Und ja, er gibt ihm hier Tipps, was so die rechten Vorreiter sind, was er sich reinziehen kann. Eva Kammer, atavistische Autorenmusik. Da wisst ihr, na gut, die steht vielleicht, die Eva Kammer, vielleicht tatsächlich für das Varieté Identitär, was ich vorhin meinte. Das war aber ein recht kurzlebiges Musikprojekt aus der IB. Und Arne Kroll, der wird wahrscheinlich stehen für zum Beispiel Komplott oder... Oh Gott, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, der Blonde. Oh, das ist jetzt peinlich. Oh Gott. Ja, dieser eine Rapper, oder? Da machen wir es so, da gehe ich einfach mal in meinen Musikordner. Dann finde ich den ganz schnell. Weißt du, worauf diese Nexus-Seite anspielt? Ich bin jetzt falsch. Ist das sowas wie Bandcamp oder? Nexus. Zu Multitasken. Ja, schaut ihr auf jeden Fall auch einmal ihre Nexus-Seite an. Keine Ahnung, das kann ich dir nicht sagen. So, jetzt muss ich nochmal kurz hier gucken. Scheiße, ich finde den Ordner nicht mehr. Ach so, warte mal, hier, klar. Chris Ares, natürlich. Ja, genau. Chris Ares, ja. Der gute Chris Ares, der hat ja leider aufgehört, weil er dann ziemlich Stress bekommen hat, wegen seiner Frau und Kinder. Also der wurde scheinbar ziemlich verfolgt, glaube ich. Und er hat dann von jetzt auf gleich, von einem Tag auf den anderen halt geschrieben, nach Jahren von seiner Musik, dass er sich jetzt zurückzieht aus dem öffentlichen Leben. Ich wette, da ist irgendwas im Hintergrund gelaufen. Also es kann nicht sein, dass er sonst einfach aufgibt. Auf jeden Fall, er hat gute Musik gemacht. Ich fand, er war nie so der ganz große Rapper, aber hatte ganz gute Texte. Aber wen ich empfehlen kann, auf jeden Fall in der Richtung, ist der Komplott. Also... Vor allem das Album Komplott und Chris Ares Bastion möchte ich hier mal empfehlen. Zieht's euch rein. Ich finde das cool. Ja, dieser Deutschrap war ja immer schon so ein Reibungspunkt, ne? Also die einen sagen hier, also Rap hat gar nichts Deutsches und wenn ihr das macht, dann nehmt ihr diese Negermusik auf und ja, ne? Wie siehst du das? Ich bin hin und her gerissen. Also ich sag mal so, diese, dass das jetzt Negermusik ist, das sehe ich überhaupt nicht, weil das gab es schon im Römischen Reich, diesen Sprechgesang. Deswegen ist das meiner Meinung nach keine Erfindung von Afrika. Und deswegen kann man es dann auch schon nehmen, aber ich kann verstehen, wenn ich mir jetzt gerade diese Gangster-Rap-Szene aus Amiland ansehe, dass man sich da Anleihen nimmt. Ja. Ich muss dazu sagen, ich hatte das schon in einer der letzten Folgen angesprochen. Also ich finde es halt immer ein bisschen müßig, wenn Leute sagen, ja, wir müssen wieder mehr deutsche Kultur bringen und dann eben solche Ideen haben wie, ja, wir ziehen uns jetzt deutsche Gedichte rein oder solche Sachen. Das ist nun mal eine Medienform, die junge Leute nicht mehr anspricht. Und da finde ich es durchaus richtig, mit der Zeit zu gehen und halt modernen Input aufzugreifen und halt was Deutsches draus zu machen, wie jetzt eben hier das deutschen Web. Also ich finde das voll gut, ganz ehrlich. Vor allem, sowas ist ja auch ein Anstoßpunkt, vielleicht entwickelt sich daraus noch was ganz anderes, was Eigenes. Auf jeden Fall, ich habe nie ein Problem gehabt mit deutschem Web. Ja, ich denke, sie sollten halt nicht so diesen 50 Cent Image nacheifern auf Teufel komm raus, sondern halt wirklich, wie du sagst, was Eigenes aufzäumen. Genau, ja? Man muss ja auch dazu sagen, so ein 50-Cent-Image jetzt nachzumachen, das ist ja auch einfach unauthentisch für einen deutschen Mann. Ja. Also nichts gegen 50 Cent, der hat schon ziemlich viel Scheiße hinter sich. Also wer 7 Schüsse überlebt, ne, der hat schon... Uiuiui. Jetzt wird es ja noch der Podcast.
Merkst schon, ne? Ja. Aber ja, also was Neues draus eigenes, was dann erwächst, kann ich mitgehen. Das wäre ja ein schöner Traum, ja. Deswegen hier, Herr Ares, wenn Sie das hören, auf die Bühne. Genau, bitte wieder weitermachen. So, geh mal zurück, bitte. Ja. Was haben wir denn noch? Bestellbestätigung, Figaro Filamente. Da hat er doch bestimmt was Rechtes bestellt. Mhm. Ja. Ach nee, Filamente sind doch so Spulen, oder? Das kann ich dir gar nicht sagen. Ah, hier steht ja sogar Spule. Ah. Ach so. Also entweder für einen 3D-Druck oder er bastelt hier gerade die nächste Bombe. Filament ist eine einzelne Faser beliebiger Länge. Also das ist mir zu hoch. Ich bin einfach nur ein Geisteswissenschaftler. ich hab hier keine Ahnung. Nee, das wird für so einen 3D-Drucker sein. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen. Gut, also jetzt noch nichts Wichtiges. Okay. Oh, aber jetzt kommt Edition Rechte Odin. Oh, jetzt geht's los. Oh, das sieht schon böse aus. Gerda Finke. Ach, Bücher sind's, okay. Mhm. Das soll, denke ich, auf dem Buchverlag Antaios anspielen, wenn ich raten müsste. Mhm. Kennst du den? Also von... Vom Namen, ja. Ein rechter Kubitschek. Verlag. Ja, von Götz Kubitschek aus Schnellroda, der Verlag. Die haben nämlich so eine Schlange als Logo. Mhm. Ich denk mal, soll das ein bisschen hier nachahmen. Okay, was haben wir noch? Felix Arndt. Ja, jawohl, dein Ticket zur Sommeruni. Da wollte er hin? Das fängt morgen an. Das fängt morgen an, ich sag's doch. Okay, hast recht, ja. Da ist er hin. Im Sommerlager. Ich muss einen Weg finden, ihn zu erreichen. Einfach persönlich, dass hier alles kommt. Lieber Leon, hiermit bestätige ich deine Teilnahme. Alex hat uns schon viel von dir erzählt. Das gesamte Team der Sommeruniversität freut sich schon darauf, dich endlich kennenzulernen. Du hast mit deiner Anmeldung definitiv die richtige Entscheidung getroffen. Dich erwartet ein körperliches und geistiges Training, das dir dabei helfen wird, als Aktivist der atavistischen Aktion mit Stolz dein Vaterland zu schützen und ihm zur einstigen Größe zurückzuverhelfen. Du wirst als eine andere, stärkere Person zurückkehren. Das versprechen wir dir. Freu dich schon darauf. Mit deutschem Gruße, Felix Arndt. Junge, wer würde das so schreiben? Keiner. Was ich hier ein bisschen lustig finde, das ist ja wie so eine Art Bestellbestätigung, dein Ticket zur Sommeruni. Und dass es dann hier aber so persönlich ist. Alex hat uns schon viel von dir erzählt. Also ich muss dazu sagen, ich war nie bei dem IB-Sommerlager. Ich weiß nicht, wie das da abläuft, ob die dir so persönlich antworten. Aber keine Ahnung, ich glaube, so ganz hätten die es hier nicht geschrieben. Kannst du nochmal den dritten Absatz lesen? Fällt dir was auf? Vorlesen oder was meinst du? Ja, lies mal vor. Dich erwartet ein körperliches... Der davor, ja. Achso, du hast mit deiner Anmeldung definitiv die richtige Entscheidung. Achso, okay. Das ist mir vorhin schon aufgefallen, da war auch ein Schreibfehler in irgendeiner E-Mail oder so. Aber ich habe gedacht, das ist vielleicht mit Absicht so. Ich meine, wenn man mit jemandem schreibt, tippt man auch nicht alles korrekt. Ja, mich hat es so verwundert, weil du sagst, es ist so wie so ein Bestätigungsschreiben. Die sind ja eigentlich immer automatisiert und dann... Stimmt. Nee, aber das hier offensichtlich nicht, weil er schreibt ja auch, Alex hat uns viel von dir erzählt. Also das kann ja nicht automatisiert sein. Das muss schon wirklich hier von dem echten Felix Arndt, dem einzig echten, kommen, mit deutschem Gruße. Also hier trieft es ja wieder vor Klischee. Ne? Aber was haben wir anderes erwartet? Was für Klischees siehst du denn so? Sag mir doch mal. Na, hier schon mit Zuschauern. Mit deutschem Gruße, also... Ja. Und dein Vaterlandschutz, also es riecht nach Nazis der 90er. Ja. Nee. So ein bisschen. Das ist ein bisschen ulkig, weil zum Beispiel mit deutschem Gruße, das ist jetzt so ein Satz, den würde die EB nie schreiben. Also denen waren ja immer die Optics extrem wichtig und sich eben so als Neurechte von diesem altrechten Lager abzugrenzen. Genau. Die genau sowas gesagt haben. Also da haben sie hier die IB falsch verstanden, sage ich mal, oder sich nicht so richtig in die Reihen versetzen können. Oder zu wenig recherchiert, sage ich mal. Also das ist jetzt wirklich tatsächlich so, wie sich es eben ein Linker vorstellt. Ja, das sind Nazis und die reden auch wie die Nazis und da werden schwarz-weiß-rote Flaggen wahrscheinlich geschwenkt, was weiß ich. Na, oder sie haben sich schon sehr mit denen auseinandergesetzt, haben gemerkt, ach, das können wir jetzt relativ schlecht verwerten und haben gedacht, okay, dann framen wir es um auf das, was wir gut können. Ja, wir hatten das schon mal bei Schlafschafel. So ein Kunstprodukt aus einer linken Sicht ist natürlich immer das perfekte, was hatte ich gesagt,
das perfekte Strohmann-Argument. Also du kannst dir den Gegner hier Worte in den Mund legen, die er so nie gesagt hat, in deiner fiktiven Version, und dann dagegen anreden. Und klar, darauf muss man hier gefasst sein, das kann hier natürlich passieren. So wie hier mit dem mit deutschem Gruße, das ist nun mal nichts, was die IB so schreiben würde. Aber hier ist es halt so ein... Ja, ich persönlich finde jetzt mit deutschem Gruße eigentlich auch nicht super verwerflich, aber klar, es hat jetzt so ein bisschen diese rechten Optics. Ja. Ja, es hat ein Geschmäckle, genau. Und wenn euch die anderen Strohmänner von Linken noch interessieren, schaut Schlafschafe. Genau, schaut unseren Podcast dazu. Wir haben 6 Folgen gemacht. Ja, wir hatten viel Spaß und haben das, denke ich, sehr ausführlich ausgewertet. Deswegen viel Spaß euch. Was mich jetzt hier noch stört, ist, er hat das jetzt hier gelesen und sagt, ich muss versuchen, ihn zu erreichen. Anstatt erstmal zu sagen, hier, hallo Mama, hallo Papa, der ist beim Sommercamp so. Ja, oder ich rufe den mal an. Na gut, also, der geht wahrscheinlich nicht ans Handy. Ja. Seltsam. So, Emily. Oh, jetzt. Emily war das war nicht oder? Die Lina. Nee, er stand auf Lina. Lina ist mit Elias zusammen und Emily ist die andere. Genau, die mit den roten Haaren, mit den Backlocks. Die da rumsitzt immer. Genau. Das Band-Assi, genau. Genau. Lieber Leon. Emily, sie hat's immer gut mit allen gemeint. Soll ich nochmal lesen oder du? Ich mach mal. Lieber Leon. Wir sehen uns in letzter Zeit. Kann ich nicht. Lieber Leon, wir sehen uns in letzter Zeit ja leider kaum noch. Deswegen schreibe ich dir jetzt einfach mal. Ich weiß, du bist wütend und enttäuscht. Und ich kann dich da total verstehen. Wäre ich auch. Wir alle haben das nicht kommen sehen mit Elias und Lina. Ich glaube auch die beiden selbst nicht. Ich würde mir nur einfach wünschen, dass wir trotzdem alle noch einmal miteinander umgehen können. Wir sind doch Freunde. Ich fand unsere Clique immer cool und habe gern Zeit mit euch allen verbracht. Aber irgendwie ist im Moment alles komisch. Wir haben schon ewig nichts mehr zusammen gemacht wie früher. Ich habe euch alle gleich gern und vermisse die alten Zeiten. Vielleicht kannst du ja warten, bis ein bisschen Gras über die Sache gewachsen ist und dann den beiden nochmal eine Chance geben. Als Freunde. Bis dahin bin ich ja auch noch da und du kannst auch mit mir reden, wenn dir mal danach ist. Oder was mit mir und Jonas unternehmen. Es würde mich freuen. Deine Emily. Er zieht sich also aus dem Freundeskreis zurück. Ganz kurze Frage an dich, Adi. Ja. Oh Gott, ich weiß es jetzt gar nicht, ob du ein echt Geschwister hast. Nee, weil was mir ja ein bisschen aufstößt, der Leon ist ja der ältere Bruder vom Jonas. Dass der Jonas trotzdem so in einem Freundeskreis ist, finde ich irgendwie ein bisschen ungewöhnlich. Aber vielleicht ist das normal, deswegen wollte ich dich fragen, ob du sowas kennst. Also mir kommt das jetzt hier ein bisschen komisch vor. Also mein Bruder ist eine ganze Ecke älter als ich, deswegen... Aber ich wurde auch immer so mitgeschleppt zu Fußballspielen und sowas. Also nicht. Und die sind ja hier, glaube ich, so 1-2 Jahre höchstens auseinander. Da geht das dann wahrscheinlich schon eher. Aber ja, also ist nicht ungewöhnlich, würde ich behaupten. Okay, dann will ich gar nichts gesagt haben. Was war denn jetzt, was ich jetzt sagen wollte zu der Sache? Jetzt habe ich es vergessen. Achso, vielleicht was zu Elias und Lina, mit denen er wieder Zeit verbringen soll. Das ist halt schwierig. Ich meine, wenn er auf die Lina steht und dann soll er so mit Elias und Lina rumhängen. Also vielleicht lese ich auch hier ein bisschen viel rein, aber die Emily scheint sich jetzt an ihm ranzubiedern so ein bisschen. Also auf ihn? Nein, das denke ich gar nicht. Hast du das Gefühl? Weil sie unten ein Smiley geschrieben hat, oder nee, was? Bis dahin bin ich ja auch noch da, schreibt sie ja. Und du kannst auch mit mir reden, also... Nee. Denke ich nicht. Aber vielleicht passiert noch was. Gut, lass uns mal weiterschauen. Ja. Die E-Mails sind ja hier sehr interessant. So. Nexus Alert, atavistische Aktion. Sie haben neue Nexus Alerts für folgenden Suchbegriff. Atavistische Aktion. Und die Suchen sind atavistische Aktion demonstriert gegen jüdische Ausstellung von Superwatch-Blog. Die nächste Schlagzeile, unsere Sommeruniversität für Aktivisten 2020. Atavistische Aktion von Atavisten im Netz. Und Sommeruniversität, das Gehirnwäsche-Camp der atavistischen Aktion von Neue Abendzeitung. Nexus Alert, also das ist vielleicht wie so eine Google-Suche oder sowas. Ja. Keine Ahnung. Aha, okay. Aber da hat er das mit der Gehirnwäsche her, ne?
Das genau, ist, das ist von der Abendzeitung, das muss natürlich so stimmen. Den Artikel hat er gelesen. Schreibt. Genau. Und dachte sich auch, geil, da mache ich mit. Nee, der Bruder hat den Artikel mal gelesen, deswegen ach weiß so. Er, dass es ein Gehirnwäschecamp ist. Ja, ja. Nee, der wird in der Schule Gehirn gewaschen, deswegen muss er das gar nicht lesen. Ja, gut. Ja. Also, vor allem, warte mal, geh doch mal bitte dahin. Ja. Was, nicht, dass uns das hier so durchgeht, aber atavistische Aktion demonstriert gegen jüdische Ausstellung. Und das ist hier auch wieder so ein lupenreines Ding, so ein Strohmann-Argument, zu sagen, das wären halt Nazis, die IB. Also die IB hat nie auch nur im Ansatz irgendeine Aktion gegen Juden gebracht. Jetzt schon. Steht doch hier. Ach so, stimmt. Gut, ja, dann muss es ja stimmen. Nee, aber das ist tatsächlich, also das hier dürfen wir nicht übersehen, das sind ja so die kleinen Ausreißer, die hier kommen, die kleinen Spitzen, und die dir halt ein Bild vermitteln sollen. Ja, atavistische Aktion, das steht für die IB, also Identitäre Bewegung, und das sind Nazis, die waschen die Leute Gehirn und die haben was gegen Juden und so, das sind ganz schlimme Leute. Mhm. Ja. Mann. Gut, mach mal zurück. Die Strohmänner werden ja gut Die werden bedient, ja hart verteilt. Ja. Also ich bin schon gut unterhalten in dem Spiel. So, Martin Sellner Brause von Vogesten. Pronto Brause GmbH, ihre Bestellung. Ich mach wieder. Pronto Brause GmbH schreibt, betreff ihre Bestellung. Sehr geehrter Herr Finke, wir bedanken uns für Ihre Nachricht. Gern liefern wir Ihnen eine Flasche unserer Pronto Brause Anniversary Edition, die Sie im Rahmen Ihres Streaming-Kanals probieren und vorstellen können. Wir sind gespannt auf Ihr Urteil. Wussten Sie schon, Pronto Brause ist das erste und originale Eisteegetränk auf Mate-Basis. Ein urdeutsches Erfrischungsgetränk, schon seit 1920. Herzliche Grüße, Anni Hoffmann. Und Anni Hoffmann ist von der Pronto Brause GmbH. Hm. Also, ja, geil, also das steht mal wirklich für Thomas Henry Mate, weil das ist nämlich auch so eine deutsche Mate quasi. Geil. Ja. Also erstmal fehlt mir dann hier aber der Verweis, dass die jetzt schon 100 Jahre existieren, ne? Was? Ach so. Ja? Also das, unten das so eine Signatur, 100-jähriges. Pronto Brause, seit 100 Jahren ihr führender dies, das, ne? Ja. Also das nutzt hier, also jedes Jubiläum wird ja von jeder Firma ausgenutzt. Was hier natürlich interessant ist, der Leon hat einen Streaming-Kanal, okay? Das ist also ein ganz hipper Jugendlicher. Ja, das erklärt zumindest hier die was hier rechts vom Rechner steht da, die ganzen Sachen, das ganze Equipment. Mittlerweile macht der Leon einen Stream namens die Gemüsepfanne. Er ist sehr gut. Er ist sehr gut, ist er genau. So, aber guck mal, das war vorgestern, also der ist eigentlich erst seit gestern verschwunden, wenn man so möchte, ne? Also wirklich noch nicht lange weg. Ja, da muss was passiert sein gestern, so. Aber interessant, der hält jetzt schon die ganze Zeit die Klappe, ne? Ja, der tut das nicht alles kommentieren. Ist er jetzt, ist er sprachlos hier? Ja. Willst du wieder? Ja, jetzt sieht man hier nichts. Das ist einfach nur noch mal der... Okay, alles klar, ja. Ich würde aber mal hier in Gesendet reingehen. Das ist, glaube ich, spannender, oder? Ja, unbedingt. Oh. Ha. Einmal Empfänger. Er schreibt an Eva Kammer, das ist diese Sängerin. Ich glaube, jetzt kriegen wir ein bisschen privatere Einblicke, je nachdem, was er schreibt, wie er es schreibt, ne? Ja, bitte. Bin gespannt. Oh je, Leon. Wer ist diese Frau? War das nicht diese Musikerin? Genau, das war die Musikerin, die empfohlen wurde von dem anderen Typ, von dem Alex, glaube ich, hieß er. Ich lese mal vor. Ich oder? Ich mach. Okay. An Eva Kammer, betreff Mega. Liebe Eva, ein Kumpel hat mir vor kurzem deine Musik gezeigt und ich musste jetzt einfach mal schreiben. Ich finde es mega, dass du gegen den Strom schwimmst und bei dem ganzen Mainstream-Einheitsdreck in der deutschen Musikindustrie nicht mitmachst. Geil. Man merkt einfach, dass bei deiner Musik auch was dahinter ist. Das hat Substanz. Nicht wie der ganze weichgespülte Scheiß in den Charts. Ich denke bzw. hoffe, dass sich andere Künstler dir anschließen und sich in Zukunft auch mal trauen, das Maul aufzumachen gegen diese Diktatur 2.0, in der wir hier leben. Respekt auf jeden Fall. Solidarische Grüße von einem Fan, Leon. PS. Mein Land und Blut hat mir besonders gut gefallen. Ich kann es komplett nachvollziehen. Ich habe auch Bekanntschaft mit so einem Parasit gemacht. Und wie zu erwarten war, hat er sich genommen, was ihm nicht zusteht. Freue mich auf das Konzert im Mai. Ich werde ganz vorne mit dabei sein. Mach weiter so.
Oh ja, okay. Also der Parasit ist offensichtlich Linas der Elias. Freund, ja genau. Und genau, der ist bestimmt Betten. Jude oder so. Wenn oder ich jetzt raten muss. So. Nee, Elias ist Jude. Betten. Ist Jude, denkst du? Ja, oh, das wäre halt nochmal krasser. Das wäre halt nochmal krasser, wenn er... Weil Parasit, weißt du? Ja, okay. Wenn er nicht nur den Türken so bezeichnet, sondern also, Jude, das hat natürlich in Deutschland also, nochmal eine ganz andere Dimension. Also kennst du einen Türken, der Elias heißt? Das ergibt für mich auch nicht Sinn. Ich hätte schon gedacht, dass es vielleicht Türken gibt, die so heißen. Ich hätte gedacht, Elias wäre jetzt nicht unbedingt ein Name, der da irgendwie religiös vorbelastet ist. Der Name ist sowas von religiös aufgeladen. Warte mal, stopp. Elias ist ein türkischer männlicher Vorname. Der Name geht auf Elias, die Latinisierung von Altgriechisch und Hebräisch Eliahu zurück. Ja. Stammt vom Propheten Elia aus dem Alten Testament. Genau, also, Altes Testament. Ja, aber Elias ist offensichtlich auch ein türkischer Name. Okay. Das meinte ich. Also es gibt so manche Namen, ich meine, die Muslime glauben ja auch, dass es Jesus gab. Die denken nicht, dass er Gottes Sohn war. Jetzt bist aber du dran, Lina. Aber Wahrheit oder Pflicht? Sieht er links hier aus wie ein Türke? Nee, gut, das ist dann höchstens gut. Oh krass, das wird ja hier wirklich antisemitisch. weil er was gegen einen Juden hat, das ist nämlich antisemitisch, okay? Sparm, hat er vielleicht einen lustigen Sparm bekommen, über den wir lachen können? Einen lustigen was? Über lustigen Sparm oder Spam bekommen hat, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ich sag immer Sparm. Sie sind der Hauptgewinner. Swiper, beste Dating-App auf dem Markt, da hat er sich vorgestern angemeldet, interessant. Möchtest du ein nette Mädchen aus deiner Region kennenlernen oder einfach mit jemandem eine unvergessliche gemeinsame Nacht verbringen? Dann komm zu Swiper, der besten Dating-App auf dem Markt. Wir stellen dich für den Kontakt zu tollen, ausgewählten Frauen her. Aha, ja, okay. Gut, da ist... Warte, was? Ihre Anfrage? Ihre Anfrage? Okay. Nee, das wird wirklich nur Spam sein. So, Vivi ist hier schon der Kontakt von Swiper, nehme ich schon. Ja, nee, das ist unfair. Ja. Ja, klar. Ach, sag mal, Papierkorb. Oh, das ist noch. Oh, hier jetzt ist ja, cool. Die Fundgrube hier. Abgeschickt. Das hat's nicht besser gemacht. Mach du mal jetzt. An Lina, Entwurf, Klarstellung. Liebe Lina. Du weißt, dass es mein Recht gewesen wäre, mit dir zusammen zu sein. Eieiei. Nach allem, was ich für dich getan habe. Ich war immer für dich da. Checkst du das nicht? Elias, der Bastard, kann dir nichts bieten. Vor allem keine Zukunft. Aber das sieht ihm ähnlich. Hier einfach herkommen und sich nehmen, was uns gehört. Oha. Woher soll er auch wissen, dass man fremdes Eigentum nicht einfach an sich reißen darf? Seinen Eltern wurde unser Land ja auch einfach auf dem Silbertablett angeboten. Oh Gott. Du wirst es noch bereuen, jemanden wie mich verarscht zu haben. Für so einen. Ich habe mich in dir getäuscht. Ich dachte, du wärst was Besonderes. Aber du bist auch nur eine von diesen unzähligen Schlampen, die sich so von Mackern den Kopf verdrehen lassen. Viel Spaß mit dir, Elias. Es wird bestimmt ein tolles Leben. Okay, du hast völlig recht gehabt, unter deiner Burka. Mit Verachtung, dein Leon. Was? Dann ist er auf der Tastatur wahrscheinlich aus Hass rumgeschlittert. Okay, du hast also völlig recht mit Elias. Also Elias ist ein Türke und er tut hier natürlich ein ganz böses rechtes Frauenbild aufmachen, dass sie sein Eigentum wäre. Also, so klingt das hier zumindest durch. Ja, also, ja. Woher soll er auch wissen, dass man fremdes Eigentum nicht einfach an sich reißen darf? Also wäre die Lina das Eigentum von hier Leon, und als hätte er eben ein Recht auf die Lina, also so wie er es schreibt, um Gottes Willen, das ist wirklich hart. Na, herrlich. Puh. Nee, will ich jetzt gar nichts zu sagen. Nee, brauchen wir nicht, das ist halt persönlich erfassend. So, dann sind wir am Rechner gut weitergekommen, zumindest im Browser. Genau. Spiel durchgespielt. was ist ein Notify-View? Ja. In den letzten Wochen musste ich ihn ständig bitten, diesen Schrott mal leiser zu machen. Kann ich? Eiserner Faust von Arne Groll. Und Arne Groll, der soll, denke ich, für Chris Ares stehen. Mhm. Ich kann aber leider nicht Play drücken. Nee, leider nicht. Aber wir können hier gerne von Chris Ares ein Lied einspielen.
Das ist jetzt zu kompliziert für uns. So, was gibt's hier noch? Achso, das haben wir noch. Ja, das war das Steam-mäßige. Ja, das war's am Rechner. Hm. Tja, vielleicht hier in dem. Kann man hier irgendwas machen? Nö, ich denke, wir haben am Rechner jetzt erstmal alles gesehen. Ja, wir müssen hier dann noch uns einloggen. Ja, es kommt vielleicht später. Vielleicht finden wir noch ein zweites Passwort. Mal sehen. Ach, kann den Rechner, ich kann den Rechner nicht mal ausmachen. Gibt es eigentlich noch was in den Schubladen zu sehen? Ja. Haben wir die geöffnet? Oh Gott, hier sind die. Oh, die Bombenbauteile. Ich bin immer ein ziemlicher Nerd. Motherboard, RAM-Riegel, Lüfter, lauter Krempel. Oh ja, schön das Uhrmacherwerkzeug, sehr gut. Voll Motherboards, er hat sogar mehrere dort in der. Schon immer ein ziemlicher Nerd. Motherboard. Ja, ist okay. So, was haben wir hier? Lüfter. Oh, Zeugnis. Wir haben eigentlich immer ziemlich gut in der Schule. Besonders Leon Finkel. In Geschichte und Deutsch. Geboren 2002, also 18 ist er. Hat sich. Kannst du es umdrehen? Gibt es da noch Noten? Ui. Ui. Oh, aber ja, Punkte. Oh, warte, wieso kann ich? In Deutsch 14 Punkte. Gut in der Schule. Ich kann ja nicht zoomen, Mist. Englisch 13 und 12 Punkte. Das entspricht einer 1 minus, ja. Oder 2 plus. Und was ist das bildende Kunst? Da ist er nicht ganz so gut einmal gewesen, aber sonst auch 2. Und Geschichte, ja, Geschichte hervorragend. 14, 15, er interessiert sich natürlich für Geschichte, logisch. Aber Mathe. Politikwissenschaft hat er verkackt. Oh, ernsthaft? Da hat er 9 Punkte. Okay. Und hat er auch abgewählt, natürlich. Zu einer geht natürlich zu IB, ist klar. Also. Genug Mathe von und von Physik, eure, auch super gut. Eure Indoktrination wähle ich ab, hat er gesagt. Ja. Info auch eine 1, also das ist ja ein absoluter Traumschüler. Nur Sport ist ja nicht so der Hit. Ja, Sport und, ist eine 3, ne? Ja, es sind 3. Und Politikwissenschaft. Und das ist schon sind schon seine schlechtesten Noten. Er hat nicht mal also, eine scheiß 4 auf dem Zeugnis. Ist ja, ja, das ist ein echter Streber, der gute Leon. Schlimm. Und die Lina, ich will jetzt mal das Zeugnis vom Elias sehen. Dass der es überhaupt aufs Gym geschafft hat. Er hat Mathe und Deutsch als Leistungskurs. Aha. Interessant, dass das geht. Das ist jedes Bundesland anders. Ja. Das ging auch bei uns in Sachsen. Siehst du, nee, wir konnten uns entweder Deutsch oder Mathe und dann ein anderes. Bei uns ging definitiv beides. Du konntest auch Mathe und Deutsch haben, aber gut. Lassen wir das erstmal. Ja. Wir wollen es ja hier nicht noch doxen und die Schule nennen. So. Oh, was haben wir hier? Urlaubsfoto. Oh, jetzt kommt bestimmt wieder ein Video. Leon, guck doch auch mal. Nee, kein Bock jetzt. Was machst du denn da? Nichts. Nina. Was steht denn da? Oh. Gar nichts. Der Mann hat da keine Runen reingemalt oder so. Ja, er schreibt an den Strand Lina. Okay, okay. Ach, Postkarte aus Griechenland. Ach, Oma. Ich muss sie dringend mal wieder besuchen. Und sie weiß gar nicht, dass Leon verschwunden ist. Lieber Leon und Jonas, es ist wunderschön in Griechenland. Ich wünschte, wir könnten einmal alle zusammen hier Urlaub machen. Was mehr ist... Was? Das Gott. Meer ist sehr warm. Das ach ach Gott, das Meer ist sehr warm und die Wellen nicht zu hoch für eine Oma. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr bleibt gesund, bis ich wieder nach Hause komme. Okay, gut. Oh ja, hier kann man sogar... Gibt es die Adresse? Am Jons 12. Hermsweiler 5. Ups, es gibt. Nee, das ist fake. Also, es gibt nicht mal den Ort. Gibt's die Postleitzahl nicht? Nee, gibt's nicht. Echt nicht? Die sieht doch legit aus, um hier mal im Gamersprech zu bleiben. Ich find sie nicht, nee. Ja. Genug davon. Ja, Kassenbaum. Hast du ein neues Handy gekauft? Oh. Mein altes war doch noch total okay. In Bar hat er bezahlt. Oh, oh, oh. Oh. Das, also das müssen wir abschaffen, Spargeld. Ja, schlimm. Weil ich damit tut, nämlich die IW bezahlen. Mit Bargeld. Das ist was für die Rechten. Okay, also da macht er bestimmt irgendwelche geheimen, schlimmen Sachen. Was Leon eigentlich mit seinem 3D-Drucker macht. Am Anfang haben wir uns so coole Sachen gedruckt.
Das ist bestimmt ein Passwort später. Ich denke, das ist fürs Handy, ne? Ja, irgendwas, warte, ich tue es mir mal kurz abpauschen. Ja, hab ich. Wer ist diese Eva? Seit wann hört Leon solche Musik? Solche Musik? Eva Kammer. Das ist ja rechte Musik. Leons 3D-Drucker. Die Kohle dafür hat er sich mühsam angespart. Kann man den noch weiter untersuchen? Weil er hat ja gerade gesagt, ich frage mich, was Leon da macht. Oh, es gibt einen QR-Code. Leons 3D-Drucker. Die Kohle dafür hat er sich mühsam angespart. Den QR-Code kann man nicht einzeln untersuchen, oder? Also, okay. Wenn man, in manchen Spielen, zum Beispiel, es gibt ein Spiel namens... Ich wollte nur sagen, in manchen Spielen kann man solche QR-Codes sogar noch scannen mit seinem echten Handy. Hat er sich mühsam angespart. Nochmal was? Aber hier Entschuldigung, der hat gerade geredet. Pardon, ich hätte wahrscheinlich nicht reinreden sollen. Es gibt zum Beispiel, ich erinnere mich an ein Spiel namens Fäs und da gab es irgendwann mal ein Rätsel, da musste man tatsächlich das lösen, indem man einen QR-Code scannt, der auf dem Bildschirm erschien und dann eine Webseite besucht, um irgendwas einzutippen. Ah ja. Die Kohle dafür hat er sich mühsam angespart. Aber ich kann jetzt können wir jetzt nichts... was machen mit dem 3D-Drucker? Nee, glaub nicht. Das ist er sagt die... immer nur Leons 3D-Drucker. Ja, das ist diese Spindel. Na, eigentlich war doch mal vielleicht am Rechner. Ach so. War eigentlich dass er damit verbunden ist. Nicht wirklich. Nee. Ja. Vielleicht finden wir da später noch was. Oh, hat er halt. Ach, guck mal. USB-Stick. Vielleicht. Aha. Sieht aus, als hätte Leon einen Schlüssel in der jetzt können wir ja drucken. Ah, ja, machen. Jetzt ja, geht's ja. Los. Jetzt können wir ja. Jawohl. Das ist bestimmt. Ah, das ist der Schlüssel für diese Klappe hinterm Bett. Ah, das ist ein rechter Schlüssel. Ob wir den benutzen dürfen? Ja. Der ist aber schnell, der Drucker. Das ist nicht realistisch. Und hier hast du sogar den Fortschrittsbalken. Siehst du das? Geil. Wie sich das hier füllt? Ja, ich sehe es. Ja. Okay, dann gucken wir mal ja sein Streaming-Studio an. Achso, ja, er stimmt, er streamt. Hast du recht. Streamer-Name war Dr. Politico. Aber er hat jetzt schon länger nichts mehr auf seinem Channel gemacht. Aha, er ist... Die Kamera ist auch gar nicht da. Also er streamt als Dr. Politico und meldet sich dann auch so in diesem Blackpill-Honigforum an. Also ohne sich irgendwie einen anderen Namen zu geben. Ja. Also das finde ich ein bisschen komisch. Man gibt sich ja normalerweise irgendeinen Fake-Namen. Ja, die jüngere Generation macht das nicht mehr anscheinend. Ja, nee. Ein ungeöffnetes Paket? So kann das nicht bleiben. Ich glaube, du Brause. Klick das mal an. Brause. Mhm. Bestimmt schon abgelaufen. Ach so. Okay, ich dachte, nee, warte mal, Bronto Brause, ja, das war das Mate-artige Getränk. Das war die, also ich denke, das ist aber das, aber ist ein anderes, als was im Regal steht, glaube ich. Na, in dieser E-Mail hier stand ja, ja da, ja, ich weiß, ne, ich weiß, dass, ich weiß, dass der das zugeschickt kriegt. Ne? Ja. Ach ja. So. Komm, jetzt wollen wir den scheiß Drucker hier. Genau. Aber welches Schloss? Welches Schloss? Ja, fürs Bett. Kann ich den nicht nehmen? Okay. Vielleicht später, wenn du. Vielleicht klick mal nochmal auf diese Abseite hinterm Bett und dann sagt er bestimmt, ich habe doch einen Schlüssel gesehen. Ja, wahrscheinlich. Das ist guck mal, jetzt ist nämlich auch der Korb weggerückt. Ja, das hat man vorhin gemacht. Der gedruckte Schlüssel. Okay. Teleportation. Na klar. Was sagt denn die Zeit? Ich muss dir dazu sagen, ich habe vergessen zu stoppen. Also du wirst es selber mal gucken. Vielleicht kann ich nochmal währenddessen... Warte, ich schau mal ganz kurz ins OBS, was sagt ja, die Uhr, genau. wenn sie mich lässt. Oh, wir sind schon über eine Stunde. Deswegen, weit über eine Stunde? Ja, bisschen, 10 Minuten. Ja, dann ist weil das hier doch ein guter Cliffhanger. Sogar, genau, darauf wollte ich hinaus. Perfekt. Genau. Ja, Leute, also wenn ihr wissen wollt, was in diesem tollen Geheimfach sich verbirgt, dann gibt es nur eine Möglichkeit. Schaut uns zu. Wobei, das war gelogen. Ihr könnt dieses tolle Qualitätsspiel natürlich auch selber auf Steam spielen. Ja, aber das ist wahrscheinlich nicht halb so lustig, wie wenn wir es zusammenspielen und ihr uns dabei zuschaut bei diesem Müll. Ja. Also, technisch ist es ja gut gemacht, aber ja, hier fliegen wieder die Stromargumente. Ja, in diesem Sinne, macht's gut und wollen wir nochmal das YouTube-Gebet andeuten? Amen. Wir deuten es nur an. Amen. Und folgt uns, damit wir uns gemeinsam Teil 2 anschauen.
Dann bis demnächst. Wir sehen uns. Ciao. Tschüss.